So, und damit herzlich willkommen in der Bilderstadt auf den Eraser Plains. Und natürlich herzlich willkommen zurück bei Rayman. In meiner Lieblingswelt, die ich nämlich einerseits sehr schön finde von den Hintergründen her und von der vom Artstil. Ihr werdet später bestimmt noch sehen, was ich meine, und ich finde die Musik in diesen Levels hier auch voll toll. Aber das soll jetzt nichts zur Sache tun, denn wir sind hier wegen ernsten Angelegenheiten. Wir wollen die armen Toons aus ihren Gefängnissen befreien. Ich weiß gar nicht, wie die Typen heißen. Fällt mir mal gerade so auf. Lol. Naja, anyway. Ich habe mir jetzt im Vorfeld des Videos mal angeschaut, wo die Käfige versteckt sind für dieses Level. Aus dem einfachen Grund, dass wir jetzt alle Fähigkeiten haben und die Level damit auch beim ersten Mal schaffen können. Und ich das dann natürlich auch tun möchte. Denn beim zweiten Durchlauf besteht immer das Risiko, dass man nochmal Leben verliert und bla, bli, blub. Ich denke, das ist schon relativ verständlich. Ich hoffe, ihr habt da nichts gegen, aber wenn doch, ist mir auch egal. Ist ja mein Let's Play letztendlich, ne? Aber ich glaube, ich tue euch damit auch nur einen Gefallen, denn ich glaube, es ist ziemlich langweilig, die Level zweimal zu sehen. Dieselben. Und sie zu spielen ist leider auch nicht spannender. Ich freue mich echt nicht drauf, vor allem auf die etwas schwierigeren Level, wo ich dann nochmal die Gefängnisse holen muss. Nee, 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 das wird kein Spaß. Aber das soll uns gar nicht kümmern. Wir sind hier, um auf diese wunderschönen, formschönen Stifte zu springen und dabei möglichst nicht in der Tinte zu stecken. In der Tinte stecken, geil. Boah, den Spruch muss ich mir aufschreiben, der war ja so gut. Boah. So. Gott, das mit dem Rennen ist auch gewöhnungsbedürftig, weil ich mir das jetzt auf Q gelegt habe und eigentlich bin ich ja so ein Shift-Sprinter. Aber Shift geht leider nicht bei Rayman. Da muss es eine von den normalen Tastaturtasten sein. If you know what I mean. So, okay, bisher sind wir ganz gut durchgekommen. Hier, die Einhornkugeln können wir mal wegschlagen. Okay, die hüpft da natürlich wieder rein, aber das sollte eigentlich gar nicht das Problem sein. So, da kann man nämlich einfach drunter durchkriechen. Sehr gut. So, und jetzt kommt leider die most tricky Stelle dieses Levelabschnitts. Ihr seht schon, diese blöden Stacheln hängen da über den Stiften. Das macht die Sache nicht einfacher. Okay, so far so good. Okay, das ging jetzt überraschend gut. Kann gerne so bleiben. So, nochmal ein Leben dazu. Das nehme ich auch sehr gerne. So, ich glaube, da oben spawnt nachher noch ein Gefängnis. Ja, der Stift ist da. Ach Gott. Ich glaube, da muss ich hier runterlaufen, wenn der Spitzer ganz oben ist. Okay. Jetzt bloß nicht sterben. Die schwierigste Stelle habe ich doch schon hinter mir. Oh, naja, nicht ganz. Die hier wird auch sehr schwierig. Oh, habe ich auch noch geschafft. Das überrascht mich. Sehr freudig. So, und da muss ich jetzt bestimmt rüber. Sollte hier nicht ein Gefängnis spawnen? Oder ist das da unten? Ach nee, da ist es doch. Guck mal. Ich wollte mich gerade schon wundern. Gut. Das Level ging erstaunlich gut. Da freue ich mich sehr. Und was an den Stiften ganz cool ist, die haben immer eine Random-Farbe. Also außer diese Reihen hier, die sind natürlich absichtlich Regenbogenfarben. Aber die einzelnen Stifte, vorhin im Tintenmeer, die haben tatsächlich bei jedem Level-Neustart eine andere Farbe. Fand ich nur ganz interessant. Und sehr schön, dass es schon damals solche coolen Feinheiten gab. So, ich glaube, die Fee, die wir brauchen, spawnt, wenn wir da oben entlang gehen. Hier so. Diese coolen Tings einsammeln.
So, da ist er doch. Können wir uns hier ganz elegant das Leben holen. Und dann sind wir lebenstechnisch schon wieder auf einem ganz guten Stand, würde ich sagen. Auf einem erstaunlich guten. Hätte ich echt nicht gedacht, dass wir so gut hier durchkommen. Da haben wir gerade auch ein bisschen Glück. Muss ich ja gestehen. Oh Gott, das hier sind jetzt unsere Pfannenfreunde. Die Pfannensurfer. Ich weiß gar nicht, wie ich sie anders nennen soll. Die verfolgen uns. Eigentlich. Wenn wir jetzt davor laufen, dann hätten die uns verfolgt. Das werden wir sicherlich noch sehen. Fuck, komme ich an dem hier nicht vorbei? Dann werden wir es an dem hier sehen. So ist er weg. Ich muss nämlich nochmal zurück. Zurück, marsch, marsch. So, denn hier ist der Typ natürlich wieder gespawnt. Scheiße. Okay, so geht's auch. So, das wollte ich nämlich machen. Den Spitzer brauchen wir. Fuck, ich will den haben. Gib mir den Spitzer. Dankeschön. So, dann kommen wir nämlich hier hoch. Ah, die Typen sind nicht nochmal gespawnt. Das freut mich sehr. So, das war das einzige Gefängnis in dem Levelabschnitt. Ich habe jetzt voll die Angst zu sterben, weil ich 74 Tinks habe und die behalten will, bis ich 100 habe. Aus wahrscheinlich recht offensichtlichen Gründen. So. Mann, die Typen sehen schon echt fies aus. Das sind keine freundlichen Gesellen. Ich weiß gar nicht, komme ich da so rüber? Ich meine schon. Okay, wenn ich das richtige Timing kriege, dann komme ich da auch rüber. Muss man leider immer ein bisschen raten. Das sieht doch schon sehr gut aus. Gut. Ja genau, und dann erwische ich den blöden Powerpunkt nicht. Genau deswegen wollte ich doch da hoch. Ja gut, auch um die Tinks zu kriegen, aber... Naja. Moment mal ganz kurz. So, wieder da. So, jetzt müssen wir das doch irgendwie hinkriegen. Na guck mal, der Untro ist sogar schon weggeflogen. Und der auch. Sind wir das Problem schon mal los? So, wenn ich jetzt noch 3 Tinks bekomme, ohne zu sterben... Hey, Problem gelöst. Geil, wir sind ja richtig gut. Was sind da jetzt gespawnt? Ach, das sind bestimmt nur noch mehr von den Typen. Oder? Ja, ich denke schon. Da unten... Ich weiß, dass da links noch ein Leben ist. Das werde ich mir aber nicht holen. Aus dem einfachen Grund, dass ich an dieser Stelle immer sterbe. Ich komme nicht durch diese Stifte, ohne zu sterben. Und da würde ich garantiert mehr Leben verlieren, als ich dazu bekomme. Deswegen lasse ich das. So leid es mir tut, natürlich hätte ich auch gerne das Leben, aber das geht jetzt halt nicht. Wenn ich jetzt noch wüsste, wir müssen irgendwie da hoch. Auf diese Stifte hier, die vorhin erst gespawnt sind. Leider kann man sich an Stiften auch nicht festhalten und hochziehen. Oh Gott. Okay. Das Vieh ist weg. Das hätten wir auch weg. Ich glaube, wir müssen trotzdem... Ich hole mir erstmal... Da, okay. Das war die Kugel, die ich eigentlich nicht wegschlagen wollte, aber die respawnt. Genau. Da sehen wir schon Gefängnis. Ah, vielleicht kommen wir einfach so dahin. Das würde schon Sinn ergeben. Oh Gott. Ah, und es war noch nicht mal nötig, da überhaupt hinzuspringen. So ein Mist. Wir können uns natürlich theoretisch den Powerpunkt holen. Das machen wir nachher mal.
Kam hier nicht noch mehr? Es gibt eine Stelle, wo so richtig viele von den blauen Zwergen ankommen. Aber ich glaube, die kommt erst später in einem anderen Level. So, das war Knast Nummer 4. Guck mal, wir sind genauso groß wie diese kleinen Männchen. Ach, ist das süß. Guck mal, ich krieche. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hier, und das finde ich halt so toll, dass hier irgendwelche Putzlappen rumliegen, dass hier nachher noch ein paar Tintenfässer rumstehen, dass hier so ein Kugelschreiber aus dem Boden ragt. Das sind halt diese Details, die ich voll mag. Na, egal. Wir holen uns den Punkt, dann ist das mehr oder weniger Schnuppe. Ach Mann, ey, das ist doch schon wieder blöd hier. Das finde ich nicht gut. So, wo waren die Fee? Muss ich jetzt darüber kommen? Ich nehme es einfach mal an. So, hier muss ich natürlich auch klein sein, deswegen warten wir nochmal. So. So, und ich glaube, hier gibt es den Trick. Genau, hier kann ich mich groß machen lassen. Entschuldigt bitte meine Stimme, die ist irgendwie ein bisschen im Arsch. Eigentlich sollte man hier noch klein sein, aber zum Glück gibt es diesen Trick. Okay, ich glaube, da müssen wir gleich hin mit diesem Spitzer, den wir da sehen. Kann ich da eigentlich von hier aus drauf? Jo. Ah, genau. Das Ding müssen wir uns runterholen. Runterholen. Und dann kommen wir da hin. Ach klar, verletz dich halt noch mehr, Raymond. Du kannst es dir leisten, ne? Gott, warum ist denn der respawned? Das soll so aber nicht sein. Ich weiß nicht, ob ich hier groß oder klein sein sollte. Was sagt denn das Level? Was kommt denn hier? Also blöd gefragt. Ich glaube, es wäre schon besser, wenn ich groß wäre. Mist. Also klein kommt man da halt einfach durch, aber ich denke, das muss ich nicht. Fuck, hier werde ich doch bestimmt sterben. Ja. Mist, ey, die Stelle wird mich jetzt einiges kosten. Oh, okay, das haben wir gut gewuppt gekriegt. Ich überlege, ob ich mir den Powerpunkt nochmal holen soll. Ich glaube, ich mache das mal ganz kurz. Komme ich von hier aus hoch? Natürlich nicht. Was für eine Frage. Selbst verletzen wollte ich mich auch nicht. So, an sich würde es ja reichen, wenn ich das hinkriege. Naja. Not exactly as I planned it, but okay. Das war schon wieder verdammt knapp. Vielleicht machen wir es jetzt einfach mal so, wie es sein soll. Als kleiner Wicht. Obwohl, nee. Da werde ich doch wieder sterben bei der einen Fee. Das sehe ich doch. Den ersten Sprung würde ich bestimmt hinkriegen, aber den zweiten, forget it.